Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich erkläre euch heute in einem sehr kurzen Video, wie ihr mit YouTube Geld verdienen könnt. Ja, viele fragen sich ja immer, wie werde ich reich auf YouTube? Das habe ich in Foren schon gelesen. Sowas mag ich überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz, ganz blöd. Wie werde ich reich bei YouTube? Hallo? Erstmal ist doch die Abonnenten sind doch wichtig hier. Guck mal, hier die Abonnenten, das hier, den Spaß, die Freude, das ist doch das Wichtigste. Geld, das soll da erstmal wegfallen. Also blödes Geld. Naja, in meinen Augen sollte das ganze Geld verboten werden. Aber naja. Wie funktioniert das jetzt aber trotzdem mit diesem ganzen Verdienen mit YouTube? Ich sag's dir ganz schnell, du musst AdSense haben. Das ist ein Partnerprogramm, da musst du nichts machen. Gehst einfach www.adsense.com, bla bla bla. Als erstes, du brauchst einen YouTube-Kanal. Das ist ganz wichtig. Und wenn du den YouTube-Kanal hast, dann kannst du ja auch Videos monetarisieren. Also, du brauchst AdSense, gibst du alles ein bei AdSense, zum Beispiel deine IBAN-Nummer von deinem Konto, Adresse, Straße, Wohnort, Postleitzahl und so weiter. Und das musst du eingeben, das musst du wirklich eingeben, weil das Geld muss ja irgendwo auf dein Konto. So, dann kriegst du eine Testüberweisung von einigen Cent, die werden dir dann überwiesen. Und das musst du dann bestätigen. Zum Beispiel Summe X gibst du dann ein bei AdSense. Aha. Damit die wissen, ja, das Geld ist da. So. Und wenn sie... Und wenn du das hast, dann kannst du Geld verdienen mit YouTube. Da musst du nämlich immer, wenn du ein Video hochlädst auf YouTube, bei den Einstellungen monetarisieren drücken. Dann erscheint ein kleines Dollarsymbol und dann verdienst du Geld. Aber wie kriege ich jetzt Geld? Ja. Das passiert, indem Werbung geschaltet wird. Wenn ich zum Beispiel auf dem Computer anschaue, wird manchmal diese 5 Sekunden Bannerwerbung angezeigt, die ich immer überspringen kann. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Grund. Mit dieser Bannerwerbung kann man Geld verdienen, indem die Leute zum Beispiel das Video anschauen, zum Beispiel auf die Werbung klicken und dann kann ich von einigen Cent bis mehreren Euro verdienen. Aber Geld bekomme ich nicht sofort, sondern bekomme ich erst ab einer Auszahlungssumme von 100 Euro. Dollar. 100 Dollar brauche ich, erst dann wird es mir auf mein Konto gut geschrieben. Und um 100 Dollar zu erreichen, das ist ein langer Weg und somit empfehle ich es eigentlich AdSense erst ab einer Menge, oder besser gesagt, nicht ab einer Menge, sondern ab einer Abonnentenzahl von mindestens 40.000 und das ist, denke ich mal, das Empfehlenswerteste. 40.000 Abonnenten, dann könntest du gerne AdSense machen. Früher ist natürlich auch gut, aber es sind halt wirklich auch minimale Beträge, Center-Shock-Beträge, würde ich mal sagen. Also ich meine, da würde ich ja mit einer Pfandflasche, die ich auf der Straße finde, mehr verdienen, um es mal hart auszudrücken. Die großen YouTuber können doch nur leben, weil sie wirklich teilweise Milliarden Klicks haben. Ne, Gronkh, ich glaube, der hat ja fast die Milliarde andere YouTuber, hunderte Millionen Klicks, das muss ja erstmal erreichen, hunderte Millionen Klicks. Ist sehr klar, dass sie natürlich dann sich auch Dinge leisten können. Aber das Beste, um Geld zu verdienen, das ist immer noch Arbeit. Ne? Es ist wirklich leichter, Geld zu verdienen, mal in den Müll zu greifen und Pfandflaschen zu sammeln, anstatt jetzt hier, ja, mit versuchen, mit YouTube den Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ihr müsst euch wirklich an die Regeln halten, dürft nicht sagen, wie viel ihr verdient, müsst euch trotzdem noch an 100 andere Regeln halten, weil dann wird euer Konto sofort gebannt. Ab sofort, sofort gebannt. Die Bannung ist bei AdSense sehr hart, also da müsst ihr wirklich aufpassen. Es ist nicht für jeden geeignet, aber ihr könnt ja gerne mal gucken, ob ihr das machen wollt. Aber wirklich, es lohnt sich nicht, wie schon gesagt. Sammelt lieber Pfandflaschen, da habt ihr mehr davon. Jo, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.